Hallo liebe GamePro-Leser, ich heiße euch herzlich willkommen zum Testvideo von Chibi Robo für den GameCube. Das Action-Adventure von Nintendo startet im Haus der Familie Sanderson. Töchterchen Jenny hat Geburtstag und bekommt von ihrem Vater ein großes Überraschungsgeschenk. Das Wesen, das hier seinen E.T. der Außerirdische mäßigen Auftritt hat, kommt nicht etwa aus fernen Galaxien, sondern aus einer Spielzeugfabrik. Chibi Robo ist der Name des kleinen Roboters und einer der wohl kleinsten Helden der Videospielgeschichte. Chibi Robo ist nämlich nur 8 cm groß. Im Gegensatz zu den üblichen Held rettet die ganze Welt-Szenarien klingt eure Aufgabe zunächst simpel: die Familie Sanderson und ihren Hund glücklich zu machen. Ganz uneigennützig ist Chibi dabei aber auch nicht, denn nur durch gute Taten kann er eines Tages Super Chibi Robo werden. Bei den Sandersons ist jetzt nicht unbedingt das große Unheil ausgebrochen, aber da Vater Sanderson arbeitslos ist, stapeln sich die unbezahlten Rechnungen und Müll liegt auch genug herum. So macht ihr euch gleich an die Arbeit und sammelt Papier ein oder entfernt den Schmutz auf dem Boden, wie hier mit einer Zahnbürste. Genauso wie die Zahnbürste findet ihr im Laufe eures Abenteuers viele hilfreiche Gegenstände, die eure Missionen erleichtern und euch natürlich auch Punkte einbringen, wie hier für die tolle Putzaktion. Chibi Robo ist nicht nur auf seinen kleinen Beinchen unterwegs, sondern kann mit Hilfe eines Propellers auch für kurze Zeit schweben. Überall im Haus verteilt findet ihr Steckdosen. Wenn ihr Energie auf ein bedrohliches Maß sinken sollte, macht euch lieber schnell auf den Weg und ladet den kleinen Blechkameraden wieder auf. Gleichzeitig habt ihr dabei die Möglichkeit, euer Spiel abzuspeichern. Auf eurem Weg durch das Haus begegnen euch im Laufe der Story noch sehr, sehr viele weitere Spielzeuge. Hier habt ihr es mit Eiersoldaten zu tun, die euch den Weg durch das Foyer versperren. Das Spiel hat auch einen Tag- und Nachtwechsel. Spätestens alle 15 Minuten heißt es dann für euch zurück ins Chibi-Haus. Hier könnt ihr nicht nur eure Batterie aufladen und das Spiel speichern, sondern auch per Computer Upgrades für euren knuffigen Liebling aus Metall kaufen. Hier haben wir uns beispielsweise für einen Aufladechip entschieden, der euren Blaster kräftig aufstockt. In Chibi Robo geht es zwar vor allem darum, alle Räume des Hauses zu erkunden und den Bewohnern zu helfen, aber später im Spiel müsst ihr euch auch gegen Angreifer erwehren. Eine eurer Hauptaufgaben im weiteren Spiel ist es, diesem riesigen Roboter, dem Giga Robo, wieder Leben einzuflößen. Wie das funktioniert, wollen wir euch hier noch nicht verraten. Nur so viel: es hat mit einer riesigen Batterie zu tun. Insgesamt hat Nintendo ein überzeugendes Action-Adventure abgeliefert. Besonders gut gefallen hat uns das unverbrauchte Szenario und die witzigen Charaktere. Auf den ersten Blick mag es vielleicht etwas langweilig erscheinen, in einem Durchschnittshaushalt auf Abenteuerjagd zu gehen. Aber mit dem Perspektivenwechsel ist auf einmal ein Küchentisch hoch wie ein Berg und ein Hund groß wie ein Elefant. Wer auf Action-Adventure steht und vor der niedlichen Optik nicht zurückschreckt, wird mit Chibi Robo für ca. 10 Stunden gut unterhalten. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit der restlichen DVD und sage bis bald!